tonight? Are you close to him? Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, dieses Video ist was ganz Besonderes für mich, denn ihr wisst ja, ich bin schon lange an meinem Kochbuch dran und gestern war endlich der Tag, wo ich das Buch wirklich in den Händen halten konnte. Ich war wirklich fertig mit den Nerven gestern, weil ich habe das Buch ja selbst noch nie gesehen. Ich kenne halt nur meine Fotos, aber nie als gebundene Ausgabe und es war wirklich ein sehr emotionaler Tag. Also ich habe, als ich eure Nachrichten gelesen habe, musste ich wirklich auch anfangen zu weinen, weil das war irgendwie immer noch so fern und ich habe 8 Monate daran gearbeitet, ich habe immer auf den Tag gewartet, wo ich das Buch in Händen halten darf und dann war der Tag endlich da und es war so unrealistisch und ich hatte wirklich so Albträume davor. Ich habe geträumt, das Buch wurde falsch gedruckt, es wurde so gedruckt, wie wenn man irgendwas ausdruckt zu Hause, so, ne? Da zieht das ja meistens so Schlieren, wenn die Farbe aus ist, dann wurden Bilder schwarz-weiß gedruckt, dann war das Cover einfach falsch rum, also ich war da, dann, also es war alles, ich hatte so Panik, als wir da hingefahren sind. Aber es ist alles gut gegangen. Das Buch ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann es ja mal ein bisschen zeigen. Aber ich habe auch alles mitgefilmt in der Druckerei bzw. Buchbinderei. Und da zeig ich euch auch nochmal die ganzen Einblicke in das Buch. Und, Moment. Und ja, der Vorverkauf hatte ja schon vor ein paar Monaten gestartet. Trotzdem, wir haben es nachdrucken lassen, weil ja einfach so krass war. Wir waren einfach in einer Nacht ausverkauft. So, und deswegen haben wir jetzt nachdrucken lassen und es wird es auch nochmal als E-Book geben, dass ihr es auf dem Handy habt. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, ich komme immer noch nicht klar. Es war einfach so ein krasses Erlebnis. Es ist wirklich mein eigenes Buch und es sind meine Bilder und ich bin so froh, dass ich jetzt keinen Food-Fotografen oder so hatte, weil da hätte ich ja gar nicht stolz auf mein Werk sein können, weil es ja nicht von mir ist. So, es ist ja einfach nur mein Name gewesen. Aber da steckt halt wirklich so viel Liebe in jedem Bild. Das werdet ihr auch merken, dass ich wirklich mein ganzes Herzblut reingesteckt habe. Deswegen freue ich mich schon, wenn ihr das Buch in den Händen halten könnt. Gestern bin ich schon durch die Gegend gefahren, habe schon vielen Käufern, die in der Gegend wohnen, das Buch gebracht. Also falls ihr in meiner Gegend wohnt, ich komme ja so Viersen, Grefrath aus der Ecke, Gladbach würde auch noch gehen, dann schreibt mir, dann bringe ich euch das auch noch. Ja, oh Mann, ich bin so glücklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall, der nächste Verkauf, der startet wahrscheinlich heute Abend. Und für die, die schon bestellt hatten, keine Sorge, das Buch ist euch sicher. Ihr könnt bald noch, die Woche noch, kriegt ihr noch so einen Login-Bereich, wo ihr nochmal eure Daten abgleichen könnt, ob ihr irgendwie umgezogen seid, andere Adresse habt und so weiter. Ja, und dann habt ihr bald auch mein Schätzchen im Arm und mein Schätzchen, mein Buch. Ah! Das ist so krass. Ja, auf jeden Fall habe ich euch gestern auf jeden Fall noch mein Essen abgefilmt, aber nicht alles, weil ich war noch bei Subway, deswegen, und ich musste mir das Essen teilweise wirklich reinzwingen, so. Weil, ja, keine Ahnung, weil ich einfach keinen Hunger hatte, weil ich ja so aufgeregt war und voller Glücksgefühle. Aber deswegen habe ich hier trotzdem noch was abgefilmt, auch noch was von einem Tag davor, dass ihr trotzdem wieder Inspirationen habt, weil das sind momentan echt meine Lieblingsrezepte. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Dann seht ihr gleich auf jeden Fall, ja, die Buchbinderei und die Bücher. So, heute gibt es eine Avocado-Matcha-Smoothie-Bowl und dafür nehme ich 100 Gramm Spinat, 70 Gramm Avocado, eine Kiwi, 150 Gramm Mango, eine Banane, 200 Gramm Magerquark, dann etwas Mandelmilch, falls es zu dickflüssig wird und dann halt noch einen Teelöffel Matcha-Pulver. Das ist viel mehr, weil Henry hat mir was abgefüllt, aber halt nur ein bisschen. Ich finde, dieses Matcha gibt einfach so einen leckeren Geschmack ab, müsst ihr auch mal ausprobieren. No, I don't need that much, yeah. Oh, 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 though I want your touch. Baby, you're so high, I don't mind a little crazy. But baby, you're so high, we don't need to go on a fast. I need this night to last. So, you are like me. Wanna be free like a summer night. I'm feeling down, I don't know why. What an alibi. But I'm glad you're here. Oh, oh, oh. Trotzdem ist echt noch relativ viel übrig und davon werde ich auf jeden Fall satt.
Es ist aufgegessen, es war wirklich mega lecker, mega erfrischend und sehr, sehr sättigend. Und das will man ja haben. So, dieses Rezept wird ein Salat und der ist sehr, sehr sättigend, finde ich. Und dafür nehme ich eine ganze Packung Sojabohnen von Rewe. 200 Gramm Tomaten, aber letztendlich könnt ihr jedes Gemüse eurer Wahl reintun. Dann habe ich noch eine halbe Schlangengurke im Kühlschrank gehabt, die muss weg. Zwei Möhren, noch etwas von der angebrochenen Avocado von heute Morgen, ungefähr ja 40 Gramm. Und als Dressing nehme ich dieses würzigen Gartenkräuter und das vermische ich einfach nur mit Wasser und einem Schuss Olivenöl. Kurzer Zeitsprung. Und zwar fahren wir jetzt erstmal zur Druckerei, denn heute kann ich schon ein paar Exemplare mitnehmen und morgen werden sie dann geliefert, dann verschicken wir sie auch direkt und auf jeden Fall sind sie jetzt beim Buchbinder, weil das wird ja ein Hardcover, deswegen muss das woanders hingeschickt werden und dann zeige ich euch sie gleich. Das ist jetzt so das Erste, was rauskommt und wir würden dann jetzt auch in ihrer Gegenwart natürlich anfangen. Oh Gott, ist das schön. Sie sind die Autorin, ne? Ja. Das ist natürlich schön. Klar, ja, das ich hab's noch nie gesehen. Prima. Ach, das ist ja auch schön. Perfekt. Viel interessanter, weil da sehen Sie wirklich, wie das Buch entsteht. Immer ein Feedback. Die Bücher sind so schön. Mein Baby. Ist einfach so krass, dass mein Werk ist. Und ich habe geträumt, die Bücher wurden falsch gedruckt. War Horror. Auf jeden Fall halte ich euch bei Instagram auf dem Laufenden, wann ihr die heute Abend noch bestellen könnt. Ansonsten morgen früh. Weil die eigentlich sind zwar fast schon alle ausverkauft, wir würden halt nachdrucken. Genau. Und falls ihr kein Buch möchtet, es gibt auch ein E-Book, das ihr halt immer auf dem Handy habt unterwegs. So, und zu guter Letzt gibt es heute noch ein, ja, so ähnliches wie Porridge, aber Couscous. Und zwar habe ich dann hier einmal 50 Gramm Couscous, dann 200 Gramm Tiefkühlbeeren oder so, sogar ein bisschen mehr. Und 250 Gramm diese Milch hier. Ich habe jetzt Kokosreis drin, aber ihr könnt auch Mandelmilch nehmen oder irgendwas anderes. Ich habe aber auch mal so ein Beerenporridge gemacht. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Ich verlinke euch das aber auch mal, falls ihr es lieber mit Haferflocken machen möchtet. Meine Liebe für Erdnuss, Pekannuss und die ganzen Nussmusse entdeckt und ich habe das jetzt von Koro und Pekannussmus ist auf jeden Fall mein Liebling. Schmeckt einfach so nussig und man kennt den Geschmack halt irgendwie nicht so, wenn man halt immer nur so Erdnussbutter und so kennt, aber das schmeckt einfach so gut und so hat man schon mal ein bisschen seine gesunden Fette gedeckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, ich hoffe, die Bücher gefallen euch auch, die Bilder und wie gesagt, die ganzen Infos waren... Ach, Baby, ich habe ein Baby hier. Genau, und die ganzen Infos, wann das Buch jetzt, also die zweite Auflage gelauncht wird heute Abend, wie viel Uhr, auf welcher Seite. Man kann es auf jeden Fall nur auf meiner Internetseite bestellen, kann ich schon mal so voraussagen. Und dann, ja genau, folgt mir am besten bei Instagram, da kriegt ihr dann alle Infos. Und jetzt ist der auch noch eifersüchtig. Hallo. Und ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank für euer Vertrauen. Ich meine, wie gesagt, wir waren eine Nacht ausverkauft, obwohl ihr das Buch einfach noch nie
gesehen habt. Ihr habt das Buch noch nicht gesehen, also nur Fotos. Und ich finde es so krass, dass ihr mir so vertraut habt. Deswegen vielen Dank, es weiß ich sehr zu schätzen. Wirklich toll. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.